Klimaaktivisten blockieren Straße in Halle. Außerdem schwerer Unfall bei Rosenmontagsumzug und die Kunden dürfen sich auf eine Energiepreisbremse freuen. Mehr dazu jetzt im Stadtmagazin. Und damit gehen wir rein in die neue Nachrichtenwoche. Hier ist Hallo Halle mit der Ausgabe am Montag. Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der Klimawandel ist in vollem Gange, die Gegenmaßnahmen nicht ausreichend und vor allem zu langsam, sagen viele Menschen. Allen voran die Aktivisten der Klimabewegung Letzte Generation. Sie versuchen, sich seit etwa einem Jahr mit spontanen und radikalen Aktionen Gehör zu verschaffen. Da werden Verkehrswege blockiert und Kunstwerke beschädigt und Veranstaltungen gestört. Hinter all dem steckt die Angst vor der Klimakatastrophe und am Montagmorgen erreichen die Proteste auch Halle. Heute Morgen, kurz nach 8 Uhr, Sitzblockade an der Friedrich-Hoffmann-Straße. 10 Aktivisten der Klimabewegung Letzte Generation hatten sich auf der Straße festgeklebt. Die Polizei hat das Areal abgesperrt. Probleme verkehrstechnischer Art gab es vor allem ganz zu Beginn der Aktion, wo natürlich dann hier der Fahrzeugverkehr in der Professor-Friedrich-Hoffmann-Straße zum Erliegen gekommen ist. Mit Minutenkleber hatten sich die Aktivisten an die Fahrbahn geheftet und so quer die komplette Straße blockiert. Die vielbefahrene Frankestraße war zwar nicht betroffen, dennoch gab es wütende Autofahrer und Passanten, die das Ganze nur schwer nachvollziehen konnten. Klimawandel hält man ja nicht auf in dem Sinne. Also Straßen zu blockieren ist für Sie der falsche Weg? Würde ich mal so sehen. Natürlich kann ich das nachvollziehen. Die BürgerInnen, die wir da im Auto stören, haben das nicht verdient, da gestört zu werden, nur weil ihre Regierungskoalition nicht handelt. Und gleichzeitig sehe ich unsere Art des Protestes, unseren zivilen Widerstand auf der Straße als effektives und sinnvolles und jetzt eben auch nötiges Mittel. Blockaden dieser Art häufen sich in Deutschland. Radikale Aktionen, die den öffentlichen Alltag stören sollen. Zivilen Ungehorsam nennen sie das. Und nicht selten riskieren die Aktivisten dafür auch ihre eigene Gesundheit. Weil wir keine Zeit mehr haben. Wir rasen auf einen Klimakollaps zu und wir müssen jetzt handeln. Unsere Regierungskoalition muss jetzt handeln. Wir sehen, dass unsere Regierungskoalition nicht bereit ist, die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Und deswegen nehme ich das auf mich, auch gerade hier in Deutschland, in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, die das aushält. Etwa 15 Minuten gestattete die Versammlungsbehörde den Aktivisten. Dann begannen Beamte, die Hände der Beteiligten behutsam vom Boden zu lösen. Zu Übergriffen oder Handgreiflichkeiten kam es dabei aber nicht. Sie sind mehrfach aufgefordert worden, sich von der Fahrbahn zu lösen und zu entfernen. Da das nicht passiert ist, haben unsere Kräfte dann geraume Zeit später damit begonnen, die Personen mit verschiedenen Lösemitteln von der Fahrbahn abzumachen und sie dann von dem Ort zu entfernen. Die Polizei mühte sich, die Aktion zügig zu beenden, sollte doch am Mittag der Rosenmontagsumzug durch Halle starten und für weitere Verkehrsbehinderungen sorgen. Von den Aktivisten wurden die Personalien aufgenommen, aber niemand verletzt. Sie müssen nun mit Anzeigen und einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Für die Teilnehmer bedeutet das, dass wir Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz aufnehmen, weil sie sich nachdem die Versammlung aufgelöst wurde und ihnen das zur Kenntnis gegeben wurde, nicht dem nachgekommen sind, sich selbstständig zu entfernen. Nach gut 2,5 Stunden war die Räumungsaktion beendet. Die Friedrich-Hoffmann-Straße konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden. Weitere Meldungen und Bildberichte aus Halle gibt es bei uns nach einer ganz kurzen Pause. Wir sind gleich wieder für Sie zurück. Abracadabra, 1, 2, 3, ich wünsche mir ein Pferd herbei. Abracadabra, 1, 2, 3, Schokolade, komm herbei. Ach Mist! Sophia, komm essen! Abracadabra, 1, 2, 3, ich wünsche mir ein Prinzessinnenkleid.
Kommst du endlich? Ja, gleich. Abracadabra, 1, 2, 3, ich wünsche mir... Sophia, los jetzt! Ach Mann, ey! Abracadabra, 1, 2, 3, die Mama soll eine Hexe sein. Mama? Es gibt heute Krötensuppe! Hä? Da wären wir schon wieder zurück mit dem Stadtmagazin am Montag. Herzlich willkommen nochmal bei uns im Programm. Gute Nachrichten gab es heute für die Kinderbetreuung in Halle, denn zwei Kindertageseinrichtungen werden saniert. Mehr dazu jetzt im Nachrichtenüberblick. Noch in diesem Jahr will die Stadt mit der Sanierung von zwei Kitas in Neustadt beginnen, die wegen fehlender Ausweichstandorte verschoben werden musste. Mehr als 9 Millionen Euro werden in die Bauarbeiten an den Einrichtungen Tabaluga sowie Fuchs und Elster investiert. Weiterhin ist die Neugestaltung von Teilbereichen und Außenanlagen geplant. Baubeginn ist voraussichtlich nach Leerzug der Kitas im vierten Quartal. Zur konkreten Umsetzung der Energiepreisbremsen für Strom und Gas hat der Verband kommunaler Unternehmen, dem auch die Halleschen Stadtwerke angehören, eine aktuelle Information erarbeitet. Alle Verbraucher werden demnach eine finanzielle Entlastung erhalten. Die Komplexität könne in Einzelfällen allerdings zu Verzögerungen führen. Vor allem die IT-Dienstleister stünden derzeit vor großen Herausforderungen, um die Preisbremse fristgerecht umzusetzen. Die Hallesche Universitätsmedizin untersucht in einem dreijährigen Forschungsprojekt die Senkung von Verletzungsrisiken sowie die Steigerung der Leistung im Profifußball. Partner ist das Bundesliga-Team von RB Leipzig. Die Kooperation ist aufgrund des guten Renommees der experimentellen Sportmedizin bei der Universitätsmedizin Halle entstanden. Aus der wissenschaftlichen Auswertung von Daten sollen praktische Empfehlungen für die Sportmedizin abgeleitet werden, von denen auch andere Gruppen profitieren könnten. Im S-Bahn-Verkehr zwischen Halle und Leipzig kommt es bis Mitte März zu Ausfällen wegen Bauarbeiten. Betroffen ist die Strecke der Linie S5 über den Schkeuditzer Flughafen. Hier fallen jeweils von 7.30 Uhr bis 15 Uhr die Bahnen aus. Reisende sollen auf Ersatzverbindungen ausweichen. Auf der Linie 5X in Richtung Zwickau kommt es zu veränderten Abfahrtszeiten. Ein schwerer Unfall hat den Rosenmontagszug in Halle überschattet. Gegen 11.45 Uhr ist am Riveufer eine Frau von einem Festwagen überrollt worden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Veranstalter haben daraufhin den Umzug abgebrochen. Auch die Abschlussveranstaltung auf dem Markt wurde abgesagt. Und wir kommen zum nächsten Thema. Er sollte der größte und schönste Straßenkarneval seit Jahren werden. Doch am Ende wurde er überschattet von einem tragischen Unfall. Sie haben es gerade eben in den Nachrichten gehört. Der Rosenmontagsumzug in Halle wurde mittendrin abgesagt. Eine Entscheidung, die den Organisatoren sicher nicht leicht gefallen ist, aber wohl angemessen erschien. Bis zum Unglückszeitpunkt herrschte dennoch Frohsinn auf der Straße. Und damit die Mühen der Karnevalisten nicht ganz umsonst waren, wollen wir Ihnen wenigstens ein paar Impressionen zeigen. Es sind Bilder von den ersten Momenten des Rosenmontagsumzuges, der uns Höhe Bernburger Straße begegnete. We'll be right back.
Ja, und auch das Wetter meinte es heute gut mit den Karnevalisten. Da gab es zumindest bis zum Mittag ein bisschen Sonnenschein und angenehmes Wetter. Und wie es weitergeht in den nächsten Tagen, das erfahren Sie bei uns jetzt. Der Dienstag ist durchweg wolkenverhangen, die Sonne zeigt sich kaum. Immerhin bleibt es weitgehend trocken bei Werten bis 13 Grad. Der Wind kommt aus westlicher Richtung und ist eher schwach unterwegs. Der überwiegend freundliche Mittwoch wird wohl der Lichtblick in dieser Woche, bevor am Donnerstag die nächsten Wolkenfelder über uns hinwegziehen. Der Freitag ist dann wieder verregnet und deutlich kühler. Und das war's für heute aus der Hallo Halle Redaktion. Danke fürs Zuschauen. Und wenn Sie morgen hier wieder reinschalten, sehen wir uns wieder. Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und tschüss bis dahin.